Also ich weiß selber nicht, was abgeht, aber... Wo bin ich hier gelandet? Oh! Habt ihr da direkt schon immer diese kleinen grauen Partikel drin? Ey! Weil ich bin nur Xbox-Version gewöhnt, nicht wundern. Hardy, sprich mit uns, was ist los? Oh, ich hab grad voll die Goldkammer gefunden! Goldkammer? Ja, nicht, jetzt... Ey, ich dachte... TT, hast du eigentlich ein Smartphone? Ey, Jungs, ich hab 15 Nein. Goldbarren, 7 Eisenbarren und 3 Emeralds gefunden. Schade, hättest du WhatsApp, hätte ich dich gerade gehitlert. Ich hab grad voll Angst. Hier ist ein Schalter, ne? Und ich, Alter, bin nicht auf den Schalter draufgefallen. Aber wenn ich jetzt da drauf gehe, macht's bestimmt Bumm. Nein, das macht nicht Bumm, das haben sie rausgehauen. Sagst du? Ich hab's ausprobiert noch. Ja, du das glauben? Mein ganzes schönes Loot. Da geh ich rauf, da hast du den TNT, Digga. Von mir aus, dann nimm dir eine Holzplatte, platzier die da hin, kletter hoch, platzier dann ein Item, schmeiß ein Item runter. Ja, und guck, ich schmeiß jetzt ein Item runter, genau. Aber es funktioniert nicht, wenn es eine Steinplatte ist. Ah, scheiße, stimmt ja. Fuck, wie mach ich das? Oder du baust einfach mal einen Block unter ab und guckst, was drin ist. Ich probier das nach, ich baue mir das da unten mal frei und dann gehe ich da mal rauf und guck, was passiert. Also vorher gehe ich natürlich mal jetzt ein Loot saven, aber sonst. Ich habe jetzt das Loch über der Hobbit-Höhle. Gleich habe ich ganz ehrlich, es fehlt jetzt eigentlich nur, dass Kübel dich findet, einfach so runterspringt, das sich einfach mit in die Luft jagt. Einfach nur. Vorher will ich noch. Ja, genau. Ich. Ich wusste das gar nicht, dass hier unten was ist, ne? Das ist gerade voll neu für mich. Ja, das kam in den 2 Jahren dazu. Oh mein Gott. Ich bringe einen PC. Na gut, die Xbox One hat Priorität, aber... PS3. PS3? Ja? Ja gut, die ganzen Anime-Exklusivtitel, aber mehr auch nicht, ne? Ja, das reicht mir schon, ich meine... Ohne Scheiß, ich würde mehr eine PS3 haben als eine PS4. Hardy, ich brauch mal OP, ich glaub. Ja, warte. Am Spawn, wollte gerade Holz farmen. Ja. Warte. Aua, OP, wie heißt du? Blue. Dragon. Ah, ich seh schon. Blue. Ich bin satt. Dragon. Ja. Souls. Was? Hab ich falsch gemacht? Nee, ohne so, ohne S am Ende. Soul. S-O-U-L. Ey, TT, wenn du eine PS3 hast, hol dir mal Dark Souls und Demon's Souls. Ganz bestimmt nicht, ich werde nur sowas wie Ni No Kuni und sowas, und naja, alles andere nicht. Komm, ohne Scheiß, Dark Souls lohnt sich. Ne, Mitchell? Was, Dark Souls? Dark Souls lohnt sich, ja. Da war Dark Souls nicht das übelst abgefuckt schwere Spiel? Ja, so. Ist doch nicht schwer. Ihr könnt es einfach nur nicht, weißt du? Also ich find's auch nicht so schwer, also ich finde es geht. Ja, besser als die beiden. Jetzt ist aber das Problem jetzt. Das Spiel, wo Hardy der erste Folge die ganze Zeit nur im Titelbildschirm gehangen hat? Ja, das kann durchaus sein. Oh, das war der beste Part von ganz Game of Play. Erste Zeit hatte ich nur Radka als Hilfe in Frankreich und später habe ich dann allein gespielt. Lauf. Und Mitchell, ich darf doch bestimmt, wenn ich Capture Card habe, auf Game of Play planen, oder? Ja, kannst du machen! Aua! Ja, dann werde ich Dark Souls LP, weil du. Werd penetriert! Oh Gott! Weil du kommst ja nicht aus dem Pushen, genau wie GTA 5. Genau. Na, TT. Ich sage, GTA 5 ist ziemlich geil, aber... Es ist richtig Bombe, aber auch nur Online-Modus. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben im Singleplayer diesmal zwar vieles richtig gemacht und zwar das, was sie in dem früheren Teil immer irgendwie verkackt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem du von den... ich weiß ja nicht, wie weit bist du? Oh. Bei GTA 5. Durch. Ja, und Hardy? Ja, ich bin kein GTA-Fan. Ja, ist kein GTA-Fan, der würde sich wissen. Also ich sag mal so, nachdem, wo Trevor hier diese komische Waffe da geholt hat, das war nochmal so ein Moment, wo du so gedacht hast, ja klar, war zu erwarten. Aber dann sinkt das einfach nur alles irgendwie langsam ab. Ja. Aber der letzte Überfall ist noch geil. Da bin ich noch nicht. Aber ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Da hänge ich. Da bin ich nämlich noch nicht. Aber kurz davor. Oh, hier ist Zaun. Hey, geil, baut ihm ab. Ich zock das bei meinem Kumpel, hat gesagt, er hat das schon durch, deswegen. Er hat gewettet, er schafft es nicht dass ich das nicht schneller als er durchschaffe. Was hat er? Oder Xbox? Xbox. Aua. Ja, braver Junge. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat aber nicht ziemlich lange gedauert. Nein. Alter, das ist nicht dein Ernst.
Ach du grüner, dreckiger Mistpenis, Alter, ich schwör dir. Du Bastard. So. Ich schwör dir, ich besorg's deiner Mutter richtig hart. Cool. Baff. Oh, scheiße Creeper. Wo ist meine Hütte jetzt eigentlich? Ich hab's immer noch nicht gefunden. Währenddessen bei Sony im Hauptquartier. Wir brauchen eine neue innovative Idee. Wir brauchen etwas Neues. Ein blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Blue Alter. Light of Death, oh ja, Mann, so episch. Ja, es war was Neues. Ja. Nicht ein Red Ring. Ah, oh, was Blaues. Muss ich sagen, ich hatte auf meiner Xbox schon 2 Red Rings oder 3, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wow! Ey, irgendwelche Hexen bespucken mich mit Flaschen. Bist du im Sumpf? Ich hab mein Haus. Oh Gott, ich werd penetriert. Das ist mein Haus. Wo seid ihr denn schon wieder hin? Oh mein Gott. Ich bin mal im Haus. Ist nicht weit von dir, müsstest du mich eigentlich sehen. Ich bin gestunt. Slowness! Wenn du rauskommst, müsstest du eigentlich nur bis... Der hat mich mit Slowness bespuckt. Na, ich hab Brightness. Oh, ach. Ja, dann siehst du mich auf jeden Fall nicht. Hi, Toy, wieder. Hallo? Ja. Noch alle da? Ja, das ne... Ach, Maronchan. Achso. Gara. Naja. Was hat der gedroppt jetzt gerade? Glowstone Dust! Ist ja geil. Cool. Wer meinst du denn jetzt? Mich oder Mitchell, dass er das wird sehen? Was? Dich? Du würdest mich ziemlich schnell erkennen. Noch dunkel draußen. Es wird jetzt wieder dunkel gerade. Scheiße. Kommst du nicht aus dem Arsch, ne? Tja, ey. Ich hab Wolle, ne? Ist voll geil. Ja, es ist aber mehr als die Hälfte der Nacht rum. Die war ich noch nie so langsam in Minecraft, ne? Und dann noch ein Bett craften. Oh, ich wurde angeschrieben. Schon wieder. Ich schreibe die ganze Zeit mit Dallas Vegas. Viva la Las Vegas. Oh. Gutes Mädchen. Yep. Wow, Moment, kurz mal. Alter, jetzt zuckt mein Arsch wieder. Ja, deswegen. Also ich krieg zu Weihnachten ein neues Headset zum Glück. Weil ja, ich auch, genau dasselbe wie du. Ja, Kübel und ich werden im Bro-Style dann Headset haben. Wird voll episch. Liegt aber auch nur daran bei mir, weil meins kratzt so eklig im Ohr. Das ist voll. Bei mir funktioniert noch eine Seite. Ja, bei ihm ist alles im Arsch. Aber immerhin. Oh ja, jetzt kommt wieder mein geiles Lied, wo ich immer mitsingen muss. Das Bett liegt dort. Natürlich, ich lasse die immer laufen. Ach, maybe Monsters are Nerby, voll cool. Jetzt kommt wieder die Massenschlacht hier zu mir, Alter. Voll geil. Jetzt mal aufs Essen gehen. Also, entweder sitzen die da, weil sie sich picken wollen, oder weil sie sich gegenseitig abschlachten wollen. Ein Zombie hat einen Hund in der Hand, ist ja geil. Aua. Oh fuck. Ja, hier kommen so einige. Au. Nach dem Blauleuchten. Oh. So. Gedacht, du Arsch. Was zur Hölle, du Arsch. Ach man, die scheiß Skelette hier. Au! Du Arschkeks. Verpiss dich. Komm näher, los. Echt nicht? Was? Du spielst gleich was? Ich spring gleich vor uns hoch. Ach so. Ja, egal, ich mach das IP auch allein weiter, ne? Ist mir egal. Ohne Scheiße. Ja, ja, nein, es geht mir darum, dass ich voll Bock hab. Hier kommt gerade voll die Zombie-Armee. Der eine hat eine Unterhose an. Ach, vor dem Koitus kann noch mehr passieren als nach dem Koitus. Ja. Beim Sex.
Keine Ahnung, Mann, du stresst mich gerade total, hör auf. Es wird wieder Tag, oder? Ja, Tatsache. Halleluja. Oder? Jetzt, wo ich in die Mine gehen will, willst du mich irgendwie verarschen? Ich weiß gar nicht, wird Tag, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wird ja, Tag? Ich wollte mit irgendeinem zusammenleben, ich hab keinen Bock hier alleine zu leben. Ja, Kübel, du bist nicht sehr weit von weg. Du kannst dich auch zu mir teleportieren, aber auf die Idee kommst du ja nicht, du Spacken. Ja, warte, ich hol dich ab, Kübel. Ich bin zum Mitschirm. Können doch alle zu mir kommen, mein Gott. Ja, ich hab jetzt gerade angefangen, bei mir das Haus zu bauen. Achso, ja, ich hab schon eine Hütte. Ist noch nicht ganz fertig, aber ich hab schon eine. Ich nehm die Fackel mit und den Crafting Table. Ja, nimm mal alles mit, das ist wichtig. Ach, scheiß drauf, dann lass ich das einfach so wieder, dann baue ich das einfach nochmal bei dir nach. Lol, der Zombie hat einen Eisenbarren gedroppt, ist ja fett. Wow, ich habe 59 Zombie-Gehirne. Ach, jetzt fangen sie erst an. Womit? Ich würde mich nie entblasen lassen und danach die alte küssen, Alter. Das ist so, als würdest du selber entblasen. Ist doch so, oder? Kann ich kein Zeppelin abgeben, tut mir leid. Stellt euch mal vor. Euch wird einer geblasen. Dann will die Alte euch küssen. Nachdem sie euch eingeblasen hat, ne? Ja, nicht. Oh, Gewürzübel ist blowed up. Also eigentlich hab ich eigentlich die ideale Lage hier. Ich sehe nämlich einen schönen Fluss, ich sehe eine Steppe, ich habe ja eigentlich alles im Blick. So Creeper auch noch hier wieder am Fenster, ey. Teleporter Skill! Hier ist ein. Ich seh dich nicht. Jetzt wirklich, ich sehe dich nicht. Ah, okay, er leftet sehr gut. Hey. Hallo. Hallo. Ja, ich sehe dich. So. Willst du auch ein Bett haben? Warte, ich gebe dir eins. So, wenn der Kiste mal bitte nichts rausnehmen, ja? Bitte. Ja, er ist in der Wüste. Bist du ja nicht so weit weg von mir. Jo. So. Ich muss kurz mal mein Vorratslager gucken. Ihr habt da was zu essen, wenn ihr wollt. Welche Richtung? Das Dorf ist da hinten. Hä? Da. Wo? Da. So, was für Gespräch. Nee, ich meine nicht das Dorf, sondern da, wo Kübel und wo die Goblinhöhle ist. Ach so, keine Ahnung, wo die ist. Hobbithöhle. Ja. Ich hab Goldbarren, ist das voll geil, ne? Chill, kannst du mir eine Axt geben? Ja, warte, hier. Naja, muss man mal gucken. Ich muss mal kurz weiterbauen hier, unser Haus weiter ausbauen. Der Timbermod wäre ganz geil. Ach, Quatsch. Ja, weil den kriegst du nicht auf Server rauf, das ist das Problem. Na doch, bestimmt mit einem Modpack oder so. Na gut, müsste man gucken. Oder auf Bucket irgendwie. Ah, scheiße, ich brauch. Ich brauch Cobblestone. Hab ich noch Cobblestone? Ja, hab ich. Auf was für viele Spiele freut ihr euch eigentlich in Zukunft so? Auf gar keine, weil ich schon alle habe, die momentan jetzt rausgekommen sind. Doch! Und zwar wurde angekündigt Tomb Raider Reflections, der Nachfolger von Tomb Raider 2013. Das ist das Einzige, worauf ich mich bis jetzt freue, weil es halt eine Andeutung ist auf den nächsten Teil. Und halt in dem Stil, wie der neue jetzt war, und das feiere ich total. Okay, naja. Also ich freue mich noch auf Dark Souls 2 auf jeden Fall ganz groß. Bei Titanfall muss ich sagen, freue ich mich irgendwie gar nicht drauf. Titanfall generell, weißt du, weil ich hasse zwar mich wie die Pest, weißt du, aber ich sehe das Spiel nicht ganz optimistisch. Titanfall sehe ich eigentlich als letzten Müll. Ich frage mich auch, wie ich BF4 und wie ich BF4 so krass gesehen habe und mir unnötig vorher vorbestellt habe. Bereue ich immer noch. So wie du Titanfall siehst, sehe ich Tomb Raider. Ja, genau so. Nee, ich sag ja nicht, das ist ja deine Meinung. Ja, weiß ich ja, aber wollte ich denn mal so erwähnt haben, weißt du, weil ist ja halt auch jedem selbst überlassen, was er sich im Endeffekt holt. Ja. Worauf ich mich richtig groß freue, ist Assassin's Creed Liberation. Ich meine, also, ich finde Assassin's Creed jetzt als Spielreihe nicht schlecht, also ich habe auch schon mal Assassin's Creed 1 und 2 gespielt, aber mich interessiert die Reihe so an für sich eigentlich nicht viel. Aber ich finde das Spiel trotzdem gut, also ich habe selber gespielt, es ist natürlich ein cooles Spiel, aber mich interessiert das jetzt nicht so dolle. Und da oben kann ich noch ein paar Öfen hinmachen, oder? Und GTA 5 für PC würde mich mal interessieren. Oh ja, wenn das kommt, ne, dann hole ich mir auf jeden Fall allein wegen dem Online-Modus nachher, weil der auf PC rockt. Ja, aber Xbox rockt der auch schon, glaub mal. Ja, ich habe gerade seine Hobbit-Höhle wieder gefunden. Wirklich?
eine ganze Menge Scheiße. Oh, naja.